Sasuke war allein in seinem Zimmer, kuschelte sich in die Kissen, während er verzweifelt versuchte zu schlafen. Doch in seinem Kopf dröhnte die ganze Zeit über diese Stimme. Warum wurde er das nicht los? Was war das, was ihn da quälte? Das schlechte Gewissen? Warum empfand er so? Das alles hier war doch nicht seine Schuld, aber trotzdem quälte es ihn. Seine Familie hatte so viel Leid über so viele Menschen gebracht. Die Bücher aus dieser Kirche, sie gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. In jedem davon war ein grausiges Schicksal geschrieben von einem unfassbar unbeschreiblichen Mord. Auch wenn seine Erinnerungen an Hinata zurückwanderten, bekam er eine Gänsehaut. Das arme Mädchen war so voller Panik. Sie war voller Angst. Selbst jetzt liefen ihm noch Schauer über den Rücken. Und er wusste nicht, wie er jemals wieder Schlaf finden sollte. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er dieses gequälte Gesicht dieses schönen jungen Mädchens vor sich. Wieder rollte er sich auf die andere Seite, doch Ruhe bekam er dadurch auch nicht. Du wirst nie wieder Schlaf finden, wisperte die Stimme dunkel, und Sasuke hielt sich die Augen zu. Wie wurde er das wieder los? Wo kam diese Stimme auf einmal her? Die Stimme war doch vorher noch nie da gewesen. Und eigentlich hatte er nie daran geglaubt, wenn er von so etwas gehört hatte. Doch nun dominierten sie seinen kompletten Kopf. Du bist schuld. Es war, als würde jemand in seinem Kopf diese Worte schreien. Aber wie sollte Sasuke das dann wieder gut machen? Wie sollte das gehen? Er hatte doch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll, flüsterte Sasuke leise, während sich sein Blick im Sternenhimmel verlor. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll oder wie ich das alles wieder gut machen kann. Wenn ich das alles rückgängig machen könnte, würde ich es doch tun. Warum erhörte ihn denn niemand? Und warum konnte ihm niemand helfen? Sasuke hatte sich noch nie so einsam in seinem Leben gefühlt wie gerade in diesem Moment. Das alles wuchs ihm über den Kopf. Keiner war da, der ihm hätte irgendwas abnehmen können. Stimmt, du bist mit deinen Gefühlen vollkommen alleine, wisperte die Stimme leise, und man konnte das Lächeln regelrecht hören. Niemand kümmert sich um dich. Jeder ist nur mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt. Dein Bruder ist gerade auch nicht da, der reißt sich lieber mal einen hübschen Jungen auf. Und dein Naruto? Wo steckt der, wenn du ihn mal brauchst? Er ist nicht hier, nicht wahr? Er ist in seinem Buch, und niemand weiß, ob er da jemals wieder rauskommt. Sasuke wollte das nicht hören. Er wollte darüber einfach nichts hören, und er wollte im Grunde auch nichts davon glauben. Naruto war etwas Besonderes. Ihn in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, kam für Sasuke auf gar keinen Fall in Frage. Müde rollte er sich zusammen und schloss etwas die Augen. Nein, er ist nicht hier, aber er wird wieder zu mir zurückkehren, da bin ich mir sicher, flüsterte der junge Uchiha leise. Und soll ich Itachi vorwerfen, dass er sich verliebt hat? Das wäre falsch. Er hat in seinem Leben so viel für mich getan, er hat auf so viel verzichtet. Warum sollte er dann auch noch auf den Mann verzichten, den er liebt? Die Stimme wurde genervt. Kannst du aufhören, sie ständig in Schutz zu nehmen? Du bist derjenige, der mich wahrnehmen kann. Ich biete dir an, deine ganze Familie von der Schuld reinzuwaschen, und sie lassen dich alle damit alleine. Denkst du nicht, das ist irgendwie unfair? Es ist unfair. Du solltest aufhören, so zu tun, als wäre das alles in Ordnung. Als du hergekommen bist, warst du auch nicht so. Du warst wütend auf deinen Bruder, erinnerst du dich? Du wolltest nicht herkommen, und jetzt wissen wir, es wäre die richtige Entscheidung gewesen, es zu lassen. Das alles ist doch nur passiert, weil dein großer Bruder der Meinung war, er wüsste alles besser. Er hat über deinen Kopf hinweg entschieden. Und damals fandest du es nicht richtig, erinnerst du dich? So lange ist das alles doch noch gar nicht her. Dich verfolgt das Gesicht des armen Mädchens. Wie war ihr Name? Hinata? Sie war ein bezauberndes junges Ding, und sie hat solch eine Qual über sich ergehen lassen müssen. Denkst du, sie würde wollen, dass man sie vergisst? Aber Sasuke wollte sie doch gar nicht vergessen. Unsicher zuckte der Uchiha mit den Schultern. Ich will sie nicht vergessen, murmelte er leise. Niemand von denen, die hier gelitten haben, sollten jemals in Vergessenheit geraten. Aber wie soll ich das wieder gut machen? Ich kann sie nicht ins Leben zurückholen. Die Stimme schwieg für einen Moment und ließ Sasuke mit seinen eigenen Gedanken zurück. Doch sie war leider nicht lange still. Du kannst ihre Seelen reinigen, indem du selbst den Tod suchst, flüsterte jemand dicht an seinem Ohr. Du musst einfach nur dein Leben geben, und dann werden sie alle ihren Frieden finden. Mach dir keine Sorgen, ich weiß, dass es funktioniert, hörst du? Aber wohin gehörte diese Stimme? Und woher sollte derjenige wissen, dass es wirklich helfen würde? Das verstand Sasuke nicht, aber irgendwie fühlte sich das alles gut an. Es fühlte sich richtig an, dass er sein Leben für die ganzen anderen Leben geben musste, damit diese wieder Frieden finden konnten.
Sasuke atmete tief durch und rollte sich enger zusammen. Was sollte er tun? Was war jetzt richtig? Sollte er vielleicht tatsächlich einfach den Freitod wählen, damit das alles hier ein Ende nahm? Für ihn war es dann auf jeden Fall vorbei. Vielleicht war das ja auch das Richtige. Sasuke wusste es nicht mehr. Er wusste nur, dass er sich noch nie in seinem Leben so leer gefühlt hatte wie in diesem Moment. Leer. Verzweifelt. Einsam. Diese Gefühle tobten in Sasuke wie ein Sturm und mit jeder Sekunde wurden sie stärker. So viel stärker, dass sich der junge Uchiha nicht mehr bewusst war, wie lange er sie noch für sich behalten konnte und wie lange er das alles noch kontrollieren konnte. In seinen Gedanken griff Sasuke sich an den Hals. Irgendwo in den Nacken, versteckt unter seinen Haaren, brannte eine Stelle wie Feuer. Er konnte es nicht sehen, doch in diesem Moment, als der Schmerz pochend durch seinen gesamten Körper zuckte, glühten zwei strahlend helle, winzige Löcher in seinem Nacken. In dem Moment, in dem sich Sasuke vor Schmerzen auf dem Bett krümmte und seine Schreie nur durch seine Muskelkrämpfe erstickt wurden, zuckte Kyuubi in seinem Buch hoch. »Wir müssen gehen«, meinte er ruhig und blickte zu Naruto, der unbeteiligt und sichtlich überfordert in der Ecke stand. »Wenn du deinen kleinen Freund wiedersehen willst, sollten wir jetzt gehen.« Sofort wurde Naruto hellhörig und er zuckte heftig zusammen. Man sah sofort, dass Kyuubis bis in die Schwanzspitzen angespannt war. Jeder kleine Muskel in dem Körper des jungen Mannes war zum Zerreißen auf Angriff gebracht, was Narutos Angst einjagte. So hatte er den sonst eher entspannten, provozierenden Fuchs noch nie gesehen. »Du spürst etwas, oder?« murmelte er leise. »Was spürst du? Ich muss das wissen. Ich will wissen, was los ist.« Doch Kyuubi schüttelte nur den Kopf. »Wir haben für sowas jetzt keine Zeit, verstanden? Wir müssen gehen. Jetzt!« knurrte der Fuchs, ehe er zu Sasori saß. »Gut, abgemacht. Du gehörst ab sofort mir. Dafür lasse ich den Kleinen hier in Ruhe. Und wenn ich seinen Freund jetzt auch noch rette, gehörst du mir bis in alle Ewigkeit, verstanden? Ich bin nicht der nette Kerl, aber ich bin bereit, euch zu helfen.« Und das reichte Naruto. Dieser drehte sich um und nickte. »Gut, machen wir uns sofort auf den Weg zurück. Sasuke benimmt sich seltsam und du hast selbst gesagt, dass du uns helfen kannst und dass wir dich brauchen werden. Du kannst jetzt beweisen, wie ernst du diese Sache meinst.« Ihm wurde übel. Was war mit Sasuke? Irgendwas stimmte nicht. Kyuubi nahm deutlich mehr wahr als jeder andere und er war nervös. In den Jahren hatte Naruto viele Emotionen bei dem Fuchs erlebt. Langeweile, Wut, manchmal Frust. Und hin und wieder auch mal Freude, aber er war noch nie angespannt, fast ängstlich gewesen. Das hier hatte er tatsächlich so noch nie erlebt und genau das machte Naruto so nervös. Nur diese eine Tür öffnen. »Ich weiß nicht, ob das so einfach wird«, flüsterte der junge Blondschopf leise. »Ich meine, ich weiß nicht, ob ich einfach nur deine Hand nehmen muss, um das Buch zu verlassen, so wie ich es mit Sasuke getan habe. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir es doch schon viel früher tun können.« Doch diesmal sah Madara auf und er war Naruto gefolgt. »Es ist tatsächlich so einfach«, flüsterte er leise und lächelte etwas. »Du musst ihn einfach nur an die Hand nehmen und mit ihm total im Frieden sein. Das ist bei einem Dämon nicht möglich. Niemand würde sich mit einem echten Dämon anfreunden, nicht wahr? Darum hat man diese Lösung gewählt. Ihr müsst euch einfach nur vertrauen und euch helfen wollen. Ihr müsst sowas wie Freunde sein, wisst ihr?« Gequält wimmerte Naruto auf. Die Lösung war so einfach, aber er musste zugeben, eigentlich war es vollkommen unmöglich. Nie im Leben hätte er sich mit Kyuubi angefreundet, wenn das hier nicht gewesen wäre. »Wenn es nicht um Sasuke gehen würde, würde ich das alles hier nicht machen«, gestand er leise und sah den Fuchs an. »Hoffen wir, dass es geht, aber ich brauche deine Hilfe. Und ich denke, dass du auch nicht mehr hier leben willst, oder? Keiner will an so einem Ort leben. Was man dir angetan hat, was man uns angetan hat, war nicht fair und nicht richtig. Wir haben beide darunter gelitten. Daran müssen wir jetzt denken.« Genervt rollte Kyuubi mit den Augen und ergriff nach Narutos Hand. »Kannst du bitte aufhören, solche Reden zu schwingen? Wir haben für solchen Mistkreis gerade echt keine Zeit. Dein kleiner Freund schwebt wirklich in Schwierigkeiten und am Ende bist du es, der es bereut, dir solche Opern gequatscht zu haben.« Wieder bekam Naruto ein schlechtes Gefühl und er drückte die Hand von Kyuubi so fest, dass dieser beinahe ein wenig zusammenzuckte. »Du wirst uns wirklich helfen, oder?« murmelte der junge Geist noch einmal leise und der Fuchs atmete tief durch, nickte dann aber. »Ja, ich helfe dir. Versprochen.« Kaum, dass er diesen Satz sagte, standen die beiden im Wohnzimmer des alten Hauses und Kyuubi streckte sich etwas. »Endlich! Ich kann mal wieder frische Luft atmen, aber gut, dafür haben wir jetzt keine Zeit.« murrte er leise, schnupperte etwas und sah sich überlegend um.
Madara hatte sich an Sasori gehangen, der ebenfalls einfach so aus dem Buch verschwinden konnte und sich nun in sehr bekanntem Terrain befand. »Sieht fast noch aus wie damals«, murmelte er leise. Doch für sowas hatte Kyubi keine Zeit. Er musste zu dem Jungen und nachsehen, was mit ihm los war. Er ahnte es schon, und wenn er sich nicht beeilte, war es bald vorbei. Der Gestank verbreitete sich unfassbar schnell in dem Haus, und Kyubi wusste, dass er langsam stärker wurde. Er näherte sich an den Schuldgefühlen des Jungen, und er verstärkte sie. Ohne noch einmal zu den anderen zu sehen, rannte Kyubi los. Verwirrt blickte Itachi ihm nach. Er hatte keine Ahnung, was los war, doch Naruto rannte dem Fuchs einfach nur nach. Sein Herz hämmerte so schnell wie noch nie in seinem Leben, und er machte sich Sorgen um Sasuke. Als er ihn sah, auf dem Bett und fest in sich zusammengerollt, krampfte sich in Naruto alles zusammen. »Was ist mit ihm? Was hat er denn?« wimmerte er leise, doch Kyubi schob ihn zur Seite. »Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Das wird jetzt ein wenig unangenehm.« »So, du alter Drecksack. Ich weiß, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass du da bist. Lass den Jungen in Ruhe.« Naruto biss sich auf die Unterlippe und er schluckte. »Was meinst du denn? Mit wem redest du? Was ist denn los?« wimmerte er leise, doch Kyubi ignorierte ihn vollkommen, hockte sich an das Bett und musterte den Jungen. Er war hübsch, aber vor lauter Schmerz verzerrte sich sein süßes Gesicht vollkommen. »Schon gut. Ich weiß, was für ein Ekel du bist.« »Du bist ihm bald los«, murmelte er leise und streichelte durch die Haare des Jungen. Sofort wimmerte Sasuke auf und er riss unter die Schmerzen seine Augen auf. Obwohl er sie öffnete, sah er niemanden. Er erkannte niemanden. Itachi, der dem Fuchs nun doch gefolgt war und noch immer irritiert über die Ohren und den Schweif war, starrte zu seinem Bruder. Wie hatte er ihn alleine lassen können? Wie hatte er das tun können? Ihm war doch klar gewesen, wie sehr Sasuke unter der Situation litt. Und trotzdem war er so sehr von Deidara fasziniert gewesen, er hatte nichts davon mitbekommen. »Was ist denn mit ihm los?« murmelte er leise und blickte zu dem Fuchs, der ihn regelrecht abzusuchen schien. »Was mit ihm los ist? Er ist vergiftet worden. Und wenn wir nicht sofort dieses Gift aus seinem Körper kriegen, kannst du deinen kleinen Bruder beerdigen.« »Dann wird er ihn dazu bringen, sich selbst das Leben zu nehmen. Das ist seine Art, weißt du? Es gibt viele Mistkerle unter uns Dämonen, aber er ist wirklich das größte Ekel. Er macht sich nie die Hände schmutzig. Er sorgt dafür, dass die Leute sich selbst umbringen.« Itachi war verstört, und er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Unsicher blickte er zu Deidara, der leicht mit den Schultern zuckte und ebenfalls nicht wusste, was er tun sollte. Still stand Naruto in dem Zimmer, während Kyubi seinen Liebsten genau untersuchte und dann auch in seinem Nacken ankam. »Da haben wir dich ja«, flüsterte Kyubi leise und er nickte zufrieden. »Hier ist er gebissen worden. Die Wunden sind noch frisch, können also nicht lange her sein«, murmelte er und sah auf. »Weiß einer von euch, wann er von einer Schlange gebissen worden sein könnte? Ich muss wissen, wie weit sich das Gift schon verbreitet haben kann.« »Schlange?« Naruto blinzelte und er zuckte etwas mit den Schultern. »Da war eine Schlange an ihm gewesen, ja«, daran erinnerte er sich. »Ungefähr eine Stunde«, meldete sich eine fremde Stimme, und erstaunt drehten sich alle zu Deidara, der knallrot wurde und leicht den Blick senkte. »Es ist ungefähr eine Stunde her. Ich habe die Schlange von seinem Rücken gepflückt.« Zufrieden nickte Kyubi und er atmete durch. »Also gut, dann sorgen wir mal dafür, dass dieses Gift wieder aus ihm rauskommt. Das wird jetzt unangenehm, versprochen.« Aber anders war der Junge vor dem Selbstmord nicht mehr zu retten.